Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Gözleme mit Spitzenkohl und Hackfleisch. Dieses Video wird gesponsert von Oclean. Die Mundhygiene nach dem Essen ganz wichtig. Deswegen stellen wir heute elektronische Zahnbürste vor. Die X-Pro ist die erste Schallzahnbürste mit Farbe Touchscreen. 8 Bereiche im Mund können überwacht werden. Die Bildschirm zeigt dann fehlende Bereiche an. Man kann auch per App seinen persönlichen Putzplan einstellen, entsprechend des eigenen Zahnzustandes. Die Ladegerät kann man auch Wand anbringen. Hat auch die Kleber hier, man nimmt es ab und klebt es in Wand. Also kurz gesagt, ich gute Qualität und billig. Bitte vergesst nicht, eure Zähne nach dem Essen zu putzen. Und die Oclean X-Pro hilft euch dabei. Hier haben wir die Oclean Flow. Es gibt sie in mehreren Farben. Sie braucht nur 5 Stunden, bis sie voll aufgeladen ist und der Akku hält für 180 Tage. Das heißt, man muss sie nur 2-mal im Jahr aufladen. Deswegen wird sie auch Super Battery Electric Toothbrush genannt. Natürlich macht sie das zur perfekten Zahnbürste für unterwegs oder für Reisen. Und als ob das nicht schon reicht, hat sie auch USB-C. Ein Magnetschwebemotor, der 67.000 Bewegungen pro Minute schafft. 5 Putzmodi für jede Gegebenheit. Sie ist natürlich wasserdicht, super günstig. Der Link in der Infobox und einfach in der Handhabung. Wir fangen dann jetzt mit Zutaten. Ich habe 300 Gramm Rinder Hackfleisch, Spitzenkohl 300 Gramm, bitte dünne Scheibe schneiden, Zwiebeln 2 Stück, Würfel geschnitten schon, bunter Paprika, auch dünne Scheibe schneiden, 100 Gramm. 200 Gramm Tomaten, kleine Würfel schneiden oder Scheibe schneiden, ist egal. Salz, Pfeffer, süße Paprika, etwas Butter kommt da rein. So, wir fangen gleich an. Die Pfanne war ja schon warm. So, tun wir mal etwas Öl rein. Gut. Gleich Zwiebeln rein, der war ja schon warm. So. So, hat vielleicht auch leer rein. Die tun wir jetzt 5 Minuten lang anbraten. Danach geht es weiter. Bis gleich. Und jetzt geht es weiter. 5 Minuten ist jetzt rum. Jetzt kommt der Spitzenkohl rein. Wir machen gleich Salz rein, 2 Teelöffel. Willst du den anders? Ah ja, habe ich vergessen. Absolut. Jetzt das Licht ausgemacht. Ja, jetzt. Moment. Ja, ist gut. Ein bisschen umrühren, dann kommt gleich Paprika rein. Einen Moment. Weil ich habe jetzt Salz drin. Dann wird der Kohl bisschen schneller weich, wenn ich. Sonst dauert es so lang. So, jetzt Paprika. Mach noch etwas Butter rein, noch ein bisschen. So, das mache ich alles. Butter bespitzt. Sag ich nichts. Oh oh, keine Geheimnisse bereit. Nein, das ist gut. So. Nein, das war nicht Geheimnis. Ich wollte Dings sagen. Sternkopf, was? Die machen so auch so. Machen Sahne rein, Butter rein. Oh, dann ist lecker. Okay, das tun wir nochmal 5 Minuten anbraten, dann geht's weiter. Bis gleich. Die 5 Minuten ist jetzt rum, jetzt kommen die Tomaten rein. Da ist auch noch etwas Knoblauch drin. Weiß ich nur, wie ich angegeben habe. Habe ich vergessen. Jetzt tun wir noch 2 Teelöffel süße Paprika rein. Alles in der Infobox am Ende. Ja? Okay. Hoffentlich, ja. So. Und etwas Pfeffer. Fertig. So. Jetzt nochmal 2-3 Minuten, dann sind wir fertig.
Immer umrühren, bitte nicht vergessen. So, nach 2 Minuten tue ich sie auf Seite zum Abkühlen und dann tue ich Teig zu vorbereiten. Bis gleich. Wir fangen jetzt mit Teig an. Ich habe 500 ml lauwarmes Wasser. Tun wir es rein. 2 Teelöffel Zucker, 7 Gramm trockene Hefe. Auch rein. So, jetzt umrühren etwas. So, hat sich schon gelöst. Fertig. Jetzt tun wir Mehl rein, 850 Gramm Mehl. Und Salz 10 Gramm, auch rein. Fertig. Nehmen wir die Maschine hier. Kommt das noch hier geht. So. Wir lassen die Maschine laufen, bis ein glatter Tag entsteht. Wenn der Strom an ist. Der Strom an ist, okay. Okay, jetzt ist er an. Bis gleich. So, fertig. Zeige ich, wie es aussieht, Teig. So, so dass das Finger nicht klebt. Ein glatter Teig, okay? Ich hole die Korb raus. Nachher braucht die Maschine nicht mehr. Der kriegst du zu. So, ich lasse 30 Minuten ruhen, dann hole ich sie raus, knete ein bisschen, dann stelle ich 14 Teigkugeln her. Und dann decke ich sie zu, dann können wir gleich anfangen zum Füllen. Bis gleich. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. So, erstmal zeige ich den Teigkugel. Ich habe 14 Teigkugeln hergestellt. 5 Minuten bitte ruhen lassen, zudecken. So, und dann habe ich noch den Hackfleisch. Ich habe 7 geteilt, es gibt dann 7 Stück. Bitte teilen Sie, wie ich gemacht habe. Dann ist nicht eine weniger, andere weniger. Ist. Okay. Mehr oder weniger. So, gut. Es geht los. Nehmen wir 2 Teig erstmal. Ich habe hier jetzt 28er Pfanne. Den tue ich etwas mit Öl einpinseln. Okay, so. In mittlere Stufe bitte nicht zu hoch schalten, sonst verbrennt es. Okay? Und ein bisschen Mehl nehmen, damit es nicht klebt. Jetzt aufholen, so groß wie die Pfanne. Es kann ein bisschen auch klein sein, muss nicht 28er sein. Ich weiß schon, gell? Ich glaube, es ist gut, 28. So, das tue ich auf Seite. Und der nächste an. So, jetzt tun wir sie füllen. So, genau eine. So, fertig. Jetzt tun wir es verteilen überall. Da ist was übrig geblieben, ich glaube. Muss ich holen. Jetzt habe ich es. Von Rand bitte ein bisschen freilassen, so wie ich. So, der nächste kommt drauf. Das Mehl wegmachen, empfehle ich. Jetzt außen immer eindrücken. Nochmal. So. Okay, jetzt fertig. Zuklappen. Vielleicht mache ich mit Pinsel besser. Will keine Mehl haben. So, jetzt tun wir es Pfanne rein. So. Jetzt tun wir sie schön anbraten und dann drehen wir so um natürlich. In die Seite mache ich gleich der nächste. Bis gleich.
Die eine Seite ist soweit, jetzt tun wir oben noch ein bisschen Öl einpinseln. Ihr könnt auch Majoran nehmen, was ihr mögt halt. Was ist Majoran? Ne, Margarin. Das ist eine Mischung. Ja, ja, Mischung von Margarin und was war das? Majoran. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, so sieht gut aus. Okay, ich mache so weiter, bis alle fertig ist. Ich hole jetzt das letzte Gürsel mal raus. So, so muss rüber. Eine weg. So, jetzt muss man nur noch schneiden und servieren. Genau in der Mitte. Soll ich den Preis angeben? Preis? Wie viel das kostet? 7 Peso. So, ich nochmal. Wo ist der Preis? Bei 7 Personen 5,80 Euro genau ausgegeben. So. Oh, habe ich gut geschnitten diesmal. Also. Wahnsinn. Boah, ist das heiß noch. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Gözleme. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.